Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, heute werden wir mal schauen, ob wir irgendwie mit der Hauptstory weitermachen können. Ob wir denn das Lager hier finden oder halt, wo wir halt hin müssen, den Organisator. Und dafür müssen wir zum Altar des Zeus. Es müsste in dieser Richtung liegen. Ich habe da hinten auch schon mal ein bisschen was markiert. Da gibt es einen Haufen Quests. Und vielleicht ist ja das hinten auch die Hauptquest. Da schauen wir jetzt aber mal hin. Wir werden nebenbei natürlich die ganzen Quests dort schauen, dass wir da ein bisschen was erledigen können. Ich zeige es euch mal auf der Karte. Und zwar hier unten. Und ich denke mal, hier wird es auch mit der Hauptquest weitergehen. Erst in der Mitte des Tals von Olympia. Also es müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Nordöstlich vom Altar des Zeus. Also ich denke mal hier irgendwo. Aber wir schauen ja trotzdem mal hier runter, machen die Quests hier so ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Hauptquest dann hier irgendwie finden. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen und freut mich natürlich eure Unterstützung. Und aktuell Level 36 und ich glaube, da werden noch einige Folgen kommen. Um die knapp 50 Stunden Spielzeit haben wir jetzt. Und ich denke, dass wir bestimmt noch 30 vielleicht brauchen. Haben wir hier alles so grob erledigt haben. Ich weiß nicht, ob wir Platin schaffen, machen. Aber das sehen wir. Ich habe noch gar nicht in die Trophy-Liste reingeschaut, was man da alles machen muss. Es sind ja viele geheime Trophäen, also die halt im Laufe des Spiels einfach kommen. Und ja. Ich glaube, ich habe aber bestimmt schon viel übersehen, obwohl ich so ziemlich alles mitmache, was geht. So, Heiligtum von Olympia. Sprechen wir doch gerne mal mit dem ersten hier. Wahrscheinlich wird sich die Quest jetzt gleich wieder ändern. Hey, hier drüben! Barnabas? Komm Ja, reden bitte. Willkommen bei den Spielen! Atme tief ein! Riechst du den Duft der Begeisterung? Nee, ich gar nichts, hier ist gar keiner. Soll das jetzt etwa die ganze Zeit so weitergehen? Bei den Göttern, ja! Dann versuche ich schnell zu gewinnen. Komm schon, irgendwas musst du doch fühlen. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Wer wäre hier nicht beeindruckt? Das hier ist ein Ort unsterblichen Ruhms. Seid ihr gewiss, dass Hera und Zeus deine Leistungen genau beobachten werden? Oh, also kein Druck, hm? Vergiss das für den Moment. Lass uns den Anblick genießen und sehen, was Olympia zu bieten hat. Wunderschön! Nicht wahr? Es ist wirklich beeindruckend. Aber schade, dass wir die Streitwagenrennen verpassen. Oh, die hätte ich so gern gesehen. Wir sollten uns alles ansehen und den Göttern danken, dass wir hier sein dürfen. An was hast du gedacht? Es gibt so viel zu sehen. Zum Beispiel der Tempel des Zeus, der Altar des Zeus und natürlich der Olympische Baum. Wir sollten Zeus ein Opfer bringen und um Glück bei den Spielen bitten. Machen wir das doch gleich. Sprich mit Barnabas am Altar des Zeus. Da glaube ich, ist auch die Hauptquest, oder? Kann es sein? Wir werden sehen. Ich denke mal, dass wir hier ein bisschen Zeit brauchen. Ich muss mit ihm sprechen. Okay, da hinten ist der Organisator, das ist die Hauptquest. Aber wir machen jetzt erstmal Barnabas weiter. Damit wir hier die Quests ein bisschen abschließen. Gibt ja auch EP und die brauchen wir auch, damit wir ein bisschen höher kommen vom Level. So. Schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Barnabas. Dass ich einmal eine Opfergabe an die Götter in Olympia erlebe. So etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Und das ist noch gar nichts. Am letzten Tag werden sie 100 Stiere als Hekatombe zu Ehren Zeus schlachten. Ich habe genug vom Gestank von Innereien und verbranntem Fleisch. Also dann,
Wir haben hier genug Zeit verbracht. In der Tat. Gehen wir. Treffe dich am Tempel. Wir sind in Olympia. Da muss man den Tempel des Zeus besuchen. Ich denke mal, dass wir jetzt hier alle Locations abklappern müssen mit ihm. Lokationen. Ja. Gehst du hoch? Wort synchronisieren. Aha, hier haben wir auch einen Aussichtspunkt irgendwo. Ich denke mal, das wird hier oben auf dem Dach wieder sein. Gehen wir mal hier hoch. Dann machen wir natürlich gleich mit. Okay. Auf die Karte schon. Wo sind wir denn jetzt hier? Aha. Okay, ich lebe mal. Da oben, okay. Das ist mir so eben gar nicht angezeigt. Das musst du wirklich markieren. Scheinen die ganzen Arenen oder sowas zu sein. Hier ringsrum. Da hinten gibt es Pferderennen. Ich hoffe mal nicht, dass wir so ein Pferderennen machen müssen. Gesagt hat er ja nicht. Aber das habe ich in dem Vorgänger von Assassin's Creed schon nicht so gemocht. In Origins war das auch. War nicht so mein Ding. Aber okay. Ja, wo geht's denn hier rein? Konnten die irgendwo rein? Nee. Ein Tempel, der komplett zugebaut ist, aber. Geht's von der anderen Seite rein? Jo, hier geht's rein. Ah, schaut schon cool aus, Alter. Da ist Zeus. Ich habe gehört, es gilt als eines der Weltwunder. Es ist von deinem Freund, dem Bildhauer Phidias. Freund würde ich nicht sagen. Selbst Bekannter wäre noch übertrieben. Spürst du nicht auch die Präsenz von Zeus und Hera, wenn du hier stehst? Ich hielt das für den Wind. Verspotte die Götter nicht! Tut mir leid. Ich will nicht, dass meine Gefühle deinen Tag überschatten. Denk nicht, dass die Götter dich quälen wollen. Sondern dass ihre Hände dich zu großem geformt haben. Mich haben keine Hände geformt. Falls die Götter mich kennen, sehen sie nur schweigend zu. Ah, komm, wir verschwinden von hier. Aber du hast Glück. Mein Glaube reicht auch für uns beide. Okay, dann gehen wir zum Baum. Ich möchte den olympischen Baum sehen. Von dem hat er ja so geschwärmt, von dem olympischen Baum. Boss verschlingt einen weiteren Tag. Da ist der Baum. Da ist der Baum, der olympische. Wir sehen uns einen Baum an? Keinen gewöhnlichen Baum. Das ist der gesegnete Baum, aus dem die Kotinos der Sieger geflochten werden. Ich würde Drachen in einem Kranz vorziehen. Ein Kotinos ist kein gewöhnlicher Kranz. Die Olivenzweige werden von Kindern gepflückt und zum Tempel der Hera gebracht. Dort flechten die Helanodikae, die Preisrichter, die Kränze.
Ich schätze, Kränze lassen sich leichter nach Sparta tragen als Gold. Wenigstens siehst du ein, dass sie praktisch sind, auch wenn du ihren wahren Wert nicht erkennst. Barnabas? Ja? Ich muss dir danken. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr abgelenkt. Nein, deine Gesellschaft hat es nur noch schöner gemacht. Ein Schwarm Harpien könnte meine Laune nicht trüben. Wir sind in Olympia. Du trittst an und ich bin sicher, du gewinnst. Okay. Machen wir gleich hier weiter. Schauen wir mal, was die jetzt hier alle wollen von uns. Söldnerin, wie wär's mit einem Blick in die Zukunft? Danke. Ich wüsste gern, was die Mäuren für mich bereithalten. Sehr gut, ja, das würdest du. Jeder möchte seine Zukunft vom großen Uso erfahren. Uso ist doch ein Getränk, oder? Wie wird sie? Ich sehe große Dinge. Zum Beispiel? Naja, Dinge eben. Und morgen wird ein wirklich sonniger Tag. Danke, danke. Empfiehl mich. Oh, die Schwein. Was ist bloß aus den Spielen geworden? Da haben wir komplett die Krone geklaut. Auf Drachmen aus. Malaka, meine Drachmen. Hey, haltet die Dieben. Hey, Dieben. Sie sah aus wie Phoebe und war ebenso geschickt. Ich muss sie aufspüren. Alter. Warte mal, wie werden die Bitch mir geklaut jetzt? 2000 oder so. Das Heiligtum von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. Hey, komm sofort zurück, Dieben! Eine Straßendiebin. Genau wie Phoebe. Ja, Phoebe ist es nicht. Gib mir Kohle, ihr Bitch! Kann nicht wahr sein. Du hättest mich fast abgeschüttelt. Aber ich hab dich. Gib sie her. Was soll ich hergeben? Meine Drachmen. Gib sie zurück. Hier, bitte. Tu mir nicht weh. Die haben mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Ehrlich. Ganz ruhig. Ich tu dir nicht weh. Versprochen. Aber der Hauptmann bestimmt. Klingt so, als müsste ich mit dem Hauptmann reden. Nicht reden. Verprügel ihn. Er nahm mir sogar die Kette meiner Mutter ab. Ich krieg sie nur zurück, wenn ich für ihn stehlen gehe. Sie war alles, das mir von ihr geblieben ist. Ich hole dir deine Kette. Warum solltest du? Du erinnerst mich an jemanden. Jemand ganz Besonderen. Okay, ich schaffe die Halskette des Hauptmann. Aber ich darf doch hier in dem Gebiet gar nicht kämpfen, eigentlich. Ich hoffe mal, dass hier nichts passiert dann. Ich muss dann echt mal schauen, ob wir wieder mal einen Schmied finden. Ich muss mal mein Zeug verkaufen hier. Und eventuell mal meine Rüstung ein bisschen aufwerten. Bin ein bisschen schwach auf der Brust, also von den Hauptteilen her. Aha, das ist also wieder so ein Lager. Okay, hier können wir schön schnetzeln. Befehlshaber, Kriegsvorräte, Schätze. Da habe ich ein Problem. Ja, ja, da haben wir kein Problem. Machen wir jetzt kalt und dann ist gut. An deiner Stelle würde ich umdrehen. Ja, oder du. Ja.
Okay. Das muss Meyers Kette sein. Er hatte sie bei sich. Ja, wir machen ich sollte zurück zu Meyer. Den Rest aber noch fertig. Schauen wir mal, ob wir den da hinten gleich snacken können. Kinder in Käfige stecken? Das werden die Schuldigen büßen. Okay, somit haben wir den auch erledigt. Wir haben noch einen Befehlshaber. Wo wird denn der sein? Die Lage sieht immer ziemlich gleich aus. Also nicht immer, aber ich habe schon öfters genau das gleiche gesehen. Also das hätten sie vielleicht ein bisschen anders machen können. Klar, ich weiß, wenn es so viele Lager gibt, ist es schwierig, das zu designen. Aber ich finde, das ist halt nochmal das i-Tüpfelchen. Schatz, einen Kriegsvorrat. Das ist alles auf einen Haufen, sehr schön. Dann können wir auch gleich die Quest abschließen. Gefangenen nehmen wir mal raus. Brauchen wir zwar nicht, aber wir tun sie trotzdem mal befreien. Okay, hier ist ein Bug. Sehr schön. Ich habe etwas für dich. Danke, danke, danke! Was ist mit Alopex geschehen? Du weißt schon, der Junge, der dich abgelenkt hat, als ich deinen Geldbeutel stahl. Ich habe ihn verschont. Er versprach, dir und den anderen zu helfen. Gut, ich mochte ihn eigentlich. Er hat sein Essen mit uns geteilt und ist für uns eingestanden, als der Athener uns schlecht behandelte. Dir wird es gut ergehen. Bis bald. Danke, dass du uns vor dem Athener gerettet hast. Jetzt können wir unser Diebesgut für uns behalten. Okay. Dann gehen wir mal gleich zur nächsten Quest.
Ketten. Cassandra, bitte. Wenn diese Narren den Frieden brechen. Dieb! Du musst gerade reden, du hinterlistiger Hund! Wenn ihr nicht aufhört, töte ich euch beide zur Wahrung des Friedens. Nun erzähl mir jemand, was hier vorgeht. Dieser ehrlose Hund hat mich bestohlen! Du nennst mich einen Dieb? Du bist der Dieb! Das reicht! Ich stelle die Fragen. Sehr unwahrscheinlich, dass sie sich gleichzeitig gegenseitig ausrauben. Du musst herausfinden, wer sie bestohlen hat. Ich glaube auch nicht, dass sie sich gegenseitig ausgeraubt haben. Trotz all ihrer Probleme haben sie den Olympischen Frieden stets geachtet. Ich finde heraus, was passiert ist und wahre den Frieden. Beweise Makars Schuld und ich belohne dich reich. Und ich belohne dich, wenn du Leleks doppelzüngiges Spiel beweisen kannst. Und was, wenn es keiner von euch war? Dann belohnen dich beide. Nun gut. Einverstanden. Okay. Die Drachmen der Liebe. Finde Hinweise. Schauen wir doch mal. Ein paar Hinweise finden. Die zwei Streithähne hier. Hast du was gesehen? Nein, nee, gar nichts. Weit weniger als gar nichts. Also hast du was gesehen? Tja, nur wenn Fackeln auch zählen. Aber sie haben sich angeschlichen. Oh ja, das müssen mindestens 30 gewesen sein. Fackeln schlichen sich an dich heran? Falls es 30 waren, wieso ist dann der Boden nicht platt getrampelt? Rehledersandalen. Sehr weich. Hinterlassen keine Spuren. Wie auch immer, keine Ahnung, wie viele es waren. Ich war bewusstlos. Sag die Wahrheit, sonst prügele ich sie aus dir heraus. Bist du der Dieb? Nein, bitte. Wirklich, ich war's nicht. Ich bin eingeschlafen, hab rein gar nichts gesehen, außer Fackeln. Und du bist ihnen nicht gefolgt? Ich wollte meinen Posten nicht verlassen. Aber du wurdest doch schon beraubt. Wenn ich meinen Posten verlasse, kriegt man mich wegen Pflichtverletzung dran. Dann halte ich dich nicht länger auf. Die Gräber wurden geöffnet. Keine Spur von Gewalteinwirkung. Eine Notiz. Nimm so viel du tragen kannst und triff mich bei den Ruinen, wo wir uns zum ersten Mal geliebt haben. Bald sind wir frei. Okay. Wir lieben Alice. Okay, schauen wir doch mal. Hier ist in der Mitte des Tals Olympia. Ich denke mal, das wird ja hier oben sein. Hier scheint auch ein verwüstetes Haus zu sein. Wir gehen da mal hin. Ich habe von Ruinen vor der Stadt gehört. Und dem Wachmann zufolge zogen die Fackeln in eben diese Richtung. Wie schon mal. Das sind auf jeden Fall Ruinen. Sehr gut markiert. Also ich finde den Spielmodus schon nicht schlecht. Er ist jetzt nicht recht viel
Also extrem schwer oder so. Ich habe mir echt schwerer vorgestellt am Anfang. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Antike Seele finden. Okay. Okay, komm ich da nicht hoch. Was ist los? Wollen wir hier rein? Also, ihr Diebe, endlich habe ich euch. Bitte, wir sind keine Diebe. Und doch erwische ich euch hier mit Diebesgut. Du verstehst das nicht. Das gehört rechtmäßig uns. Es ist unser Erbe. Wer seid ihr eigentlich? Das sind meine Tochter und sein Sohn. Vater! So dankst du mir, dass ich dich großgezogen habe? Indem du mit der Lendenfrucht meines Todfeinds davonrennst? Wieso legt ihr eure Fehde nicht bei, so wie eure Kinder es getan haben? Du bist eine Söldnerin. Erfülle deine Pflicht und töte die Diebe. Ich werde dich reich entlohnen. Vater, nein! Ganz genau. Ich verdopple Makars Belohnung. Tu, wofür du angeheuert wurdest. Ihr wollt euer eigen Fleisch und Blut töten? Wir haben noch andere Kinder. Also, bist du eine Söldnerin oder nicht? Ich schlachte keine Unschuldigen ab. Eure Familien hätten eine bessere Zukunft, ohne euch beide zu erwarten. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Doch nun können wir eine neue Zukunft für unsere Familien schmieden. Erbaut auf Liebe. Ich wünsche euch viel Glück. Eine Kiste, oder? Missionsziele vor Ort. Wir haben hier noch eine antike Seele. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Oder antike Stele. Stele. Irgendwo muss ein Eingang sein. Dieser blöde Eingang. Wir müssen mal hier rumschauen. Irgendwo muss hier ein Eingang sein.
muss von dem Haus irgendwie da reingehen. Ah, hier geht's rein, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass es immer besser läuft, weil der letzte war ja ein bisschen tricky. Ja, ein bisschen zu lang geguckt, muss ich sagen. Schon. Okay, ich habe gedacht, das ist jetzt hier wieder Hardcore suchen. Sehr schön. Läuft. So gefällt mir das, wa? So, alles klar. Dann würde ich sagen, zurück in die Stadt und machen wir noch die letzte Quest oder zwei Quests sogar noch. Drei. Die klappern wir jetzt noch ab, würde ich sagen. Die olympischen Quests. Phobos, Bewegung! Auf geht's, Phobos. Ja, die andere Quest machen wir später, das ist halt die Hauptquest. Hypodrom. Das ist mit den Pferderennen immer gewesen, oder? Hast sowohl dich selbst als auch die Spiele entehrt. Bitte, lass mich erklären. Keine Ausflüchte. Du kennst den Preis für deine Verfehlungen. Welche Verbrechen hat diese Frau begangen? Eben das. Ihr Verbrechen ist, eine Frau zu sein. Es ist mir neu, dass das ein Verbrechen ist. Müsstet ihr euch dann nicht selbst einsperren? Ich bin die Priesterin der Demeter. Ich wache über die Spiele. Sie ist eine verheiratete Frau und wollte zusehen. Und zwar als Mann verkleidet. Sie hat eine solche Bestrafung nicht verdient. Das ist gar nichts. Ihre Strafe ist der Tod. Sie wird vom Berg hinabgeworfen. Hilf mir. Beweise, dass ich das Recht habe, zuzusehen. Du hast kein Recht. Du brachst eine heilige Tradition und dafür wirst du bestraft. Das Gesetz ist falsch. Ich beweise es. Da du dich so um ihre Verteidigung bemühst, gewähre ich dir eine Chance. Erbringe den Beweis für Kalipatiras erhabene Abstammung. Oder sie stirbt, um die Götter zu besänftigen. Ich sollte Kalipatiras Sohn suchen. Er wird mir bestimmt helfen können, ihre Unschuld zu beweisen. Okay. Das ist ja krass, das ist ja wie eine Steinzeit da. Das ist ja Wahnsinn.
Kennst du Kalipatira? Ja, die habe ich gesehen. Sie treibt sich oft bei den Zelten der Athleten rum. Beschämend, wenn du verstehst, was ich meine. Da bin ich mir unsicher. Die jungen, eingeölten, trainierten Körper. Mich schaudert es. Überall nur Muskeln. Ach, abscheulich ist das. Sie ist eine verheiratete Frau. Es ist doch nicht schlimm, sich einen attraktiven Mann anzusehen, oder? Doch, doch, natürlich. Ihr jungen Leute, ihr denkt doch immer nur an das eine. Also sie ganz bestimmt. Sie traf sich regelmäßig mit einem jungen Mann auf dieser Bank dort. Du saßt hier mit einem Mann? Vielen Dank. Ich suche nach Kalipatiras Sohn. Hast du ihn gesehen? Das habe ich sehr wohl. Ich bin es. Deine Mutter sagte, du nimmst an den Spielen teil. Genau wie mein Großvater, der große Diagoras höchst selbst. Gut zu wissen, doch ich brauche noch mehr. Die Priesterin der Demeter hat deine Mutter des Frevels beschuldigt. Geht's ihr gut? Was ist geschehen? Vorerst gar nichts. Sie schlich sich ins Stadion, um dich zu sehen, und ich muss beweisen, dass sie das Recht dazu hatte. Wenn jemand das Recht hat, dann Martha. Ihre Brüder waren Kranzträger, ebenso wie ich. Niemand hat so viel Ehrfurcht vor den Spielen wie sie. Hab Dank. Bleib hier, und ich beweise, dass sie das Recht hatte, den Spielen beizuwohnen. Also mit unserer Untersuchungsquest, das ist echt cool gemacht, finde ich. Kennst du Kalipatira? Ich kenne sie nicht gut, aber sie vergöttert ihren Sohn. Sie bringt regelmäßig Opfergaben. Opfergaben? Für ihren Ehemann. Sie ist eine fromme Frau. Er hat schon lange den Styx überquert und sie vermisst ihn sehr. Doch für jeden kommt seine Zeit. Vielen Dank. Du warst eine große Hilfe. Das Gedicht Diagoras von Rhodos. Mit einer Widmung von Pindar höchst selbst. Für K. Lebe stets mit Stolz, meine Kleine. Dein Vater ist der größte aller Pankration-Kämpfer. Was ist das? Ich habe mich immer nach dir gesehnt. Kalipatira hat einen Verehrer? Diese Priesterin hat es eilig, Kalipatiras Urteil zu vollstrecken. Ich muss sie schleunigst finden. Was ist denn die? Sie sind auf dem Berg, oder was? Zu vollziehen. Im Namen der Gerechtigkeit. Bitte, ihr müsst mir glauben. Warte. Hast du die Beweise gefunden, die du gesucht hast? Ja. Kalipatira ist die Tochter des Diagoras. Ich fand das Gedicht Diagoras von Rhodos mit einer Widmung Pindars an die Familie. Und das beweist ihre Geschichte? Ich sprach mit ihrem Sohn und Leuten, die sie kennen. Sie ist eine fromme Frau, die die Spiele liebt und die Götter achtet. Ihre Familie blickt auf 3 Generationen Olympiasieger zurück. Vielleicht haben wir etwas zu hart geurteilt. Ihre Familie steht für das Vermächtnis der Olympischen Spiele. Wie du sagst, es wäre falsch, diesen stolzen Familiennamen zu beflecken.
Die Götter vergeben dir. Geh. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Niemand verdient so ein Schicksal. So sind wir. Okay. Dann haben wir noch zwei Quests. Stoppen wir uns die hier gleich. Komm schon. Oh, die Ladezeiten. Furchtbar. Welch willkommener Anblick. Deine Schönheit bringt Licht in die Dunkelheit meines tristen Lebens. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Phidias. Beantworte mir nur eines. Niemand sah dich kommen, oder? Nein. Ich glaube nicht. Du bist also sicher, nicht verfolgt worden zu sein? Gut, denn sie sind da draußen. Beobachten, warten. Du bist hier sicher? Ah, du süße Unschuld. Wenn die Götter mir nur die Zeit gewährten, dir in Bronze Unsterblichkeit zu verleihen. Du hast noch Zeit. Doch neigt sich der Faden meines Lebens dem Ende. Nur du kannst mir helfen. Warum glaubst du, steckst du in Schwierigkeiten? Ich erhielt kürzlich dies, eine Skitale und eine Notiz. Jemand hinterließ dir ein Stück Holz und einen Brief. Ich verstehe deine Angst. Oh, es bedeutet so viel mehr als das. Also, wohin muss ich gehen? Zum Tempel des Zeus natürlich. Er steht hier in Olympia. Der Hinweis für die Skitale sollte bei der Statue zu finden sein. Gut. Wenn du dann ruhiger schläfst, helfe ich. Danke. Nun beeil dich. Sieh dich bei der Statue des Zeus in seinem Tempel um. Dort findest du die Nachricht. Sobald ich sie habe, kann ich sie mit der Skitale entschlüsseln. Keine Sorge. Ich komme so schnell es geht zurück. Hiernach muss Phidias gesucht haben. Deswegen sind sie so weit hier. Jedes Mal hier die Wiege mit. Phidias ist paranoid. Aber vielleicht ist doch etwas dran. Ja. Komplett rumrennen wieder, hier ist ja kein Eingang. Zurück, damit Phidias die Botschaft entschlüsseln kann. Ja, muss schauen, ob sie noch irgendwie muss es Snack gibt. Irgendwie Kisten oder sowas. Nö, hier macht klickert nichts.
Okay. Also, was stand in der Nachricht? Hast du die Informationen, die du wolltest? Auf gewisse Weise ja. Die Nachricht, die du mir gabst, habe ich um meinen Stab gewickelt. Du hast sie um deinen Stab gewickelt? Ja, um die Skitale. Ein kluges Werkzeug. Nur die richtige Nachricht passt zum richtigen Stab. Wickelt man das Tuch um sie, offenbart die Nachricht ihr Geheimnis. Ja, sehr interessant. Und was hast du rausgefunden? Nicht. Eine Wegbeschreibung. Was will Ding? Spann mich nicht auf die Folter. Was steht drin? Eine Auflistung von Statuen und das noch etwas. Aber es ist unvollständig. Denkst du, die vollständige Nachricht wird sich enthüllen, wenn alle Statuen besucht wurden? Ich vermute schon, ja. Jemand hat sehr viel Aufwand betrieben, um das Ganze geheim zu halten. Vielleicht enthüllt die Nachricht denjenigen, der mich aus dem Weg schaffen will. Wirst du helfen? Klar. Bin selber neugierig. Sag mir, was ich tun soll. Hier werden drei Orte aufgeführt. In jeder Region gibt es eine bekannte Statue. Vermutlich finden wir dann bei jeder dieser Statuen einen Hinweis. Ja, doch du wirst weit reisen müssen. Die Statuen sind überall verteilt. Och. Eine befindet sich auf Kythera, eine auf Thassos und eine auf Samos. Ich habe gedacht, es wird eine schnelle Quest. Es wird eine Weile dauern. Natürlich. Ich bin gespannt herauszufinden, wohin all das führt. Genau wie ich. Pass auf dich auf. Du auch. Und komm wieder, sobald du die Hinweise hast. Keine Sorge, das werde ich. Ach du Scheiße. Das interessiert mich jetzt. Wir schauen mal, wo das alles wäre. Wir müssen hier aber, glaube ich... Hierher? Ehrgeiz, das müsste es sein, ne? Nee. Kopfgelder. Schauen wir mal, das interessiert mich jetzt, wo das denn alles wäre. So, okay. Eine Statue steht auf Kythera. Wo ist Kythera? Kythera hier einmal. Dann die nächste Samos. Und Thassos. Thassos habe ich schon mal gehört. Da glaube ich, da waren wir schon mal irgendwo, oder? Naxos, Kos, Dilos. Zykros, Limos. Boah. Okay, das machen wir jetzt nicht, Leute. Das dauert zu lang, sonst viel zu lang. Das machen wir dann, ich glaube, das machen wir dann ein bisschen zum Schluss raus, wenn wir hier mal so überall mal so ein bisschen Erkundungspunkte freigeschaltet haben. Dann können wir das gerne mal machen, aber jetzt eher nicht. Jetzt würde ich sagen, da ist noch eine Quest. Wir gehen aber mal schnell hier hoch, weil ich würde gerne noch den Aussichtspunkt mitnehmen. Und dann snacken wir die letzte Quest hier. Oder komm, wir machen die Quest gleich. Dann hole ich mir den Aussichtspunkt offscreen. Ich brauche das jetzt nicht anschauen, ist auch langweilig. Und dann würde ich sagen, nach der Quest. Keine leichte Aufgabe. Starten das, wir dann. Was die Nachricht enthält, könnte wichtig sein. Starten wir dann in der nächsten Folge. Mit der Hauptstory machen wir dann weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, was uns hier erwartet, was wir hier noch alles machen müssen.
Kommt schon, eure Einsätze bitte. Setzt eure Einsätze. Ihr könnt bei Aletheus einen Haufen Drachmen gewinnen. Du bist nicht gerade überzeugend. Du würdest mehr Kunden anlocken, wenn du etwas enthusiastischer wärst. Komm, Einsätze bitte, bitte. Einfach jeder wettet gegen Pithecus. Man sagt, er wäre unkonzentriert. Falls das stimmt, bin ich ruiniert. Ich könnte seinen Gegner ausschalten, wenn der Preis stimmt. Verlockend, aber nein. Also dieses Mal zumindest. Schon gut, du hast sicher einen anderen Plan. Finde einfach nur heraus, was er hat. Versuch ihm irgendwie zu helfen. Für Athen. Für Drachmen. Ich werde mal nach Pithecus sehen. Vielen Dank. Ich werde den Gewinn mit dir teilen, falls du das hinbekommst. Okay, ich sprich mit Pithecus. Oh, das sehe ich schon unten. Pithecus, Aletheus schickt mich, dir zu helfen. Wirklich? Kannst du Wunder vollbringen? Manchmal schon. Mein Glücksspeer ist zerbrochen. Kannst du ihn reparieren? Müssen nicht alle die offiziellen Speere einsetzen? Ja, aber das war mein Glücksspeer. Ohne ihn kann ich nicht siegen. Offenbar ist jeder olympische Athlet abergläubisch. Stets beäugt von den Göttern und so. Hör mal. Mein Speer war hohl wie ein Schilfrohr und ebenso leicht. Aber er sah aus wie ein olympischer Speer. Wenn du mir wirklich helfen willst, finde mir einen ebensolchen Speer. Dann gewinne ich die Spiele für Athen und Aletheus. Keine Sorge, du bekommst deinen Speer. Danke. Vielleicht kann ich ja doch noch gewinnen. Okay, schauen wir mal. Alle bescheißen sie hier. Verkaufst du Speere? Natürlich, du hast Glück. Ich hab noch welche. Dank der Spiele sind sie sehr beliebt. Aber sind sie denn auch gut? Die besten. Falls schnell, das ist sicher. Allerdings nicht ganz günstig. Ich nehme einen. Danke. Möge er weit fliegen. Gib mir auf den Sack, ey. Wenn ich diese meine Kohle hier ausgeben muss. Kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Hä? Warum habe ich hier zwei Dinger? Wetten, der passt ihm nicht. Ich habe deinen Speer. Gut, lass doch mal sehen. Hier, nimm den. Hey, dieser Speer ist unglaublich. Ja, Gott sei Dank. Leicht, liegt gut in der Hand und was am wichtigsten ist, er sieht aus wie ein offizieller Speer. Ich helfe immer gern. Geh mit Nike, mein Freund. Ich sollte Aletheus aufsuchen. Eure Einsätze bitte. Setzt jetzt eure Einsätze. Wer gewinnt das Speer? Gut, du bist zurück. Alles erledigt? Natürlich. Ausgezeichnet. Setz doch etwas Geld auf unseren Jungen. Glücksspiel liegt mir nicht gerade, aber ich bin dabei. Das merke ich. Die Wette lohnt ja kaum, aber was soll's. Verpass nicht den Wettkampf. Ich warte auf dich an der Seitenlinie. Wo warst du? Du hast alles verpasst. Sieh dir das an. Was für ein meisterhafter Wurf. Solange ich profitiere, bin ich glücklich. Bezahl mich. Naja, haben wir ja fast wieder unsere Drachmen rausbekommen. Was wir insgesamt ausgegeben haben für den Speer und für die Wette. Wir haben 3000, wir haben 2900 bekommen. Okay. Hätte ich mal 3000 setzen sollen? Scheiße. Okay.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir dann an der Stelle einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall an, wie es dann mit der Hauptquest weitergeht. Ich bin ja gespannt, ob wir dann hier irgendwas machen müssen, wettkampfmäßig oder sonst irgendwas. Ich bin echt gespannt. Wenn ihr genauso gespannt seid, bleibt auf jeden Fall dran, Leute, und schaltet ein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Gut, jetzt aber genug gesammelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.